Reisefreunde, heute melden wir uns bei euch mit einem ganz speziellen Video direkt hier von der Spree. Wir dürfen euch ein paar Camping-Hacks zeigen und das zusammen mit Campanda. Und wie heißt der Slogan so schön? Clever campen mit Campanda. Ja, und clever campen, das können wir alle, aber die einen haben ja doch vielleicht so das eine oder andere Problemchen und darauf gehen wir jetzt heute hier ein. Aber ihr fragt euch vielleicht jetzt, was ist Campanda? Was bedeutet das genau? Das ist nämlich eine richtig coole Vermietplattform, wo ihr Camper mieten könnt. Und das weltweit. Von professionellen oder von privaten Anbietern kann man da Camper mieten. Kleine, große, breite, schmale. Alles. Was man halt so sucht. Ja, und in Zusammenarbeit dürfen wir euch heute die coolsten Hacks, die wir in den letzten 2 Jahren so zusammen entwickelt haben, zeigen und vorstellen. Los geht's. Alles, was ihr für diesen Hack braucht, ist ein Bettbezug und 2 Stück Seil. Ihr faltet den Bezug auseinander, nehmt jeweils die gegenüberliegende Ecke und das Seil. Jetzt macht ihr hier einen Knoten rein. Der muss schön fest sein. Kann man dann auch mal ein bisschen ziehen. Gut. Das Seil. Das muss richtig gut halten, ne? Also hier richtig dolle knüpfen. Und dann brauchen wir nur noch 2 Punkte, wo man das Ding befestigen kann. Das war's auch schon. Zeit zu genießen. Ich zeige euch heute, wie man diesen Dreck nicht ins Wohnmobil hineinbringen muss. Und zwar mit dieser Duschhaube. Seid gespannt. Damit der Dreck auch wirklich draußen bleibt, brauchen wir als erstes eine Aufbewahrungsmöglichkeit. Und die knüpfe ich mir jetzt einfach selber hier aus einem T-Shirt. Und dazu brauche ich lediglich noch eine Schere dazu. Das T-Shirt ist in Streifen geschnitten, die sind auf einer Seite ja mittlerweile lose. Und jetzt gehen wir hier so ein bisschen durch, ziehen sie ein bisschen in die Länge. Und dazu habe ich den Saum separat liegen, weil hier knöpfe ich jetzt diese Stränge an. Es geht ein bisschen einfacher, wenn man sich hier noch das Ganze mit einem Tape festmacht. Jetzt müssen wir die Knoten hier reinmachen und weil ich jetzt weiß, ich lege da relativ große Sachen rein, mache ich die auch entsprechend weit auseinander. Wichtig, hier haben wir ja einen Strang und hier haben wir einen Strang und jetzt nehmen wir je von den Strängen ein und knoten die zusammen. So, in etwa dann alle auf der gleichen Höhe. Und das machen wir jetzt bis ganz durch. In der 2. Runde nehmen wir jetzt den ersten, der ja noch keinen Knoten drin hat, und verknoten ihn mit einem von denen. Und danach natürlich wieder dasselbe, immer schön einen dazwischen, aber ihr seht es ja jetzt auch gleich. Geknüpft ist es soweit fertig, jetzt gilt es das Ganze zu schließen. Dafür legen wir es einfach einmal schön aufeinander. Und ich habe mir aus dem T-Shirt hier nochmal 2 Stück rausgeschnitten und verknote jetzt hier die Enden miteinander. Das Netz, das Steffi gerade geknüpft hat, ist nicht nur drinnen praktisch, sondern zum Beispiel auch hier in der Heckgarage eines Wohnmobils. Wenn man dann zum Beispiel dreckige Schuhe hat, die man versorgen muss, steckt man diese einfach hier rein. Allerdings wird dann das Netz schon ein bisschen gar schmutzig. Darum nehmen wir doch einfach eine Badekappe, stülpen die über die dreckigen Schuhe, ganz einfach. So sind sie eingepackt, stecken sie ins Netz und alles bleibt sauber. Wir kennen es doch alle. Ist die Packung einmal aufgerissen, schmeißen wir diese oft einfach weg. Doch was machen wir danach mit den Dingen, die übrig bleiben? Ich zeige euch heute, wie man mit einer PET-Flasche ganz einfach eine Aufbewahrung machen kann, die ganz einfach funktioniert und so könnt ihr auch die Dinge frisch halten.
Das Coole am One-Pot-Gericht ist ja, man braucht nur einen Topf dafür und die extrem Spülfaulen, die essen danach natürlich auch direkt aus dem Topf. Was da alles reinkommt heute ist Pasta, Speck, Zwiebel, Knoblauch, Sahne, Spinat und dann hier die Gewürze. Und falls ihr den Hack von den Gewürzen hier nicht gesehen habt, dann guckt jetzt oben in der Ecke, da findet ihr den Link dazu. Guten Appetit! Alles, was ihr für so eine richtig coole Outdoor-Dusche braucht, ist ein Hula-Hoop-Ring, ein Duschvorhang und ein paar solcher Plastikringe. Wie gesagt, es ist ganz einfach. Ihr steckt diese Plastikringe einfach auf den Hula-Hoop-Ring und danach fädelt ihr den Duschvorhang ein. Das macht Steffi ganz kurz. Ihr seht das, es geht ganz fix. Und dann kann man auch schon ganz bald unter die Dusche stehen. Eigentlich ganz einfach. Ich habe das Seil oben über den Ast geworfen, habe hier unten drei Knoten gemacht, um den Hula-Hoop-Reifen zu befestigen und kann ihn jetzt hier an diesem Seil ganz einfach hochziehen. Jetzt sind wir schon fast bereit, um unter die Dusche zu stehen. Was noch fehlt, ist natürlich das Wasser. Wir haben hier eine Pumpdusche, ganz einfach auffüllen mit Wasser. Zwei, dreimal pumpen und schon geht's los. So einfach ist es. Windstillen, Ohr zuhören, Dusche aufbauen, ein bisschen pumpen und der Spaß geht los. Was wir brauchen, um diesen Hack zu vollführen, ist eine Wasserflasche. Ein Marker. Ein bisschen Seil. Ein Cutter. Eine Spritze. Und Tape. Wasserspender ist gebaut, jetzt machen wir den noch kurz am Auto fest. Ist ja super praktisch, so ein Außenspiegel, oder? Braucht man nur ein Seil dazu. Steffi hat den Knoten natürlich drauf. Jetzt befestigen wir den hier draußen am Fahrzeug. Wasserspender hängt. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich die Seife. Die gehört ja auch immer dazu zum Händewaschen. Und da haben wir gleich noch einen weiteren Tipp für euch. Steckt doch die Seife einfach in einen Strumpf. Lässt sie da reinfallen und dann habt ihr nämlich beide Hände frei, um Hände zu waschen. Steffi führt euch das gleich vor. Wir machen den auch noch am Außenspiegel fest. Dann hat man hier sozusagen ein kleines Badezimmer. Das waren sie, unsere Lieblingshacks von unserer Reise. Ganz schön spannend, oder? Auf jeden Fall. Und jetzt nimmt mich natürlich besonders Wunder, was habt ihr für Hacks? Schreibt das gerne mal unten als Kommentar oder... Schickt uns ein Video über E-Mail oder Instagram oder wie ihr auch wollt. Würde uns wirklich interessieren, was ihr so Spezielles habt. Wie uns hat der Dreh richtig Spaß gemacht in Berlin. Leider war das ja nicht mit Karl. Der war nicht mit dabei. Der blieb in der Schweiz. Trotzdem hatten wir viel Spaß. Herzliches Dankeschön ans ganze Campanda-Team. Hat richtig tolle Spaß gemacht. Und ihr wisst ja, falls ihr keinen eigenen Camper habt, wo das ihr einen herkriegt. Ja, du sprichst jetzt so gut. Aber so richtig alles ist nicht gut gegangen bei diesem Dreh. Es gab den ein oder anderen Lacher und das eine oder andere Problem. Und wer jetzt noch dran bleibt, der sieht die richtig coolen Outtakes von diesem Dreh. Wenn es euch gefallen hat, wie immer... Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und jetzt viel Spaß bei unseren Pleiten, Pech und Pannen. Tschüss. 1, 2, 3, 4. Oh, hallo Leute. Hey Leute. Hallo Camping? Von? Nein. Hallo Leute. Für Damon, ja. Okay. Wie man aus diesem Wasserkanister, ja, eine gute Lösung. Scheiße. Oh. Ah. 5, 6, 7, 8, 9. Oh, sorry, sorry, that was okay for me. That was it. So that's literally it, and now. That's it. Ah, okay.
verkackt. Bereit, um unter die Dusche zu... Jetzt sind wir schon... 1, 2, 3, 4, 5... Okay.